möchte ich etwas erzählen zu den randomisierten, kontrollierten Studien, RCT genannt. Denn ich bekomme oft die Frage vorgelegt, wieso es keine randomisierten, kontrollierten Studien gibt, wo also zum Beispiel die Methode der Ossifikation verglichen wird mit der Methode der Ossifixation, also mit dem, was wir machen. Jetzt klingt die Frage natürlich auf den ersten Blick sehr vernünftig und wissenschaftlich. Andererseits muss man sagen, dass eine Frage ist, die hauptsächlich von Menschen gestellt wird, die überhaupt nichts von der Sache verstehen. Deswegen gehe ich jetzt auch darauf ein, um mal hoffentlich dieses Thema ein wenig aus der Welt zu räumen. Bei einer randomisierten Studie ist es ja so, dass die Studienteilnehmer in die beiden Gruppen randomisiert ja, aufgenommen werden. Das heißt, kommt ein Patient zur Tür rein, der braucht Implantate, der geht dann eben in die Ossifikationsgruppe und der nächste, der reinkommt, geht in die Ossifixationsgruppe und so weiter. Ding dong, ding dong. So werden die Patienten dann verteilt. Das wird auch genau festgehalten, wer in welcher Gruppe ist und dann wird eben mit dem Behandlungsablauf begonnen. Das heißt, die Patienten müssten natürlich dann zunächst untersucht werden, aufgeklärt werden und dann kann man nochmal schauen, ob sie in der Studie auch bleiben können, überhaupt bleiben können. Aber wenn das soweit klar ist, dann kann der Patient nachher nicht mehr die Gruppe wechseln und er wird natürlich dann beurteilt am Ende. Also sein Fall wird auf jeden Fall beurteilt. In der Osseointegrationsgruppe ist es ja so, dass diese alten Osseointegrationsimplantate verschiedene Nachteile haben, also erhebliche Nachteile. Und das kommt natürlich in so einer Studie zum Tragen. Zum Beispiel braucht es ja sehr häufig Knochenaufbau für diese Implantate. In der Regel kann man sagen, sind das 30, 40% der Patienten in einer Gruppe, die diesen Knochenaufbau brauchen. Und dann stellt sich natürlich als erstes die Frage, zum Beispiel rauchen die oder können die überhaupt von ihrem Gesundheitszustand her diesen Knochenaufbau machen? Da gibt es also auch relativ klare Kriterien. Und wenn die das nicht können, dann fallen die eben heraus. Das heißt, im Prinzip fallen sie nicht aus der Studie heraus, aber sie werden halt nicht behandelt. Und die gesamte ja, vorgesehene oder mögliche Behandlung muss dann eben als Fehlschlag eingeordnet werden, also ein totaler Fehlschlag. Das heißt, auch die Implantate, die gar nicht gesetzt werden konnten, weil der Knochenaufbau ja, schiefgegangen ist oder gar nicht erst probiert wurde, aufgrund des Gesundheitszustandes dieses Patienten, auch diesen Fall muss man dann eben als Verlust rein rechnerisch betrachten. Hinzu kommen natürlich dann gesundheitliche Risiken, also Patienten, die zum Beispiel aufgrund Diabetes oder andere Erkrankungen nicht für Implantate in Frage kommen, die werden da dann auch aus dieser Gruppe sozusagen herausselektiert. Sie gelten als Fehlschlag in Bezug auf diese Methode natürlich, also diese alte Ossifikationsmethode, sodass man, wenn man das zusammenrechnet, gut und gerne 50% der Patienten, die an diesem Verfahren Interesse haben, eben dann nicht behandeln kann. Das heißt, bevor überhaupt mit der Behandlung begonnen wurde, sind schon 50% der Fälle Fehlschläge. Das ist ja ganz erstaunlich, wenn man sich das so überlegt. Vor allem, wenn man sich dazu überlegt, dass das ja die Methode ist, die sich in Deutschland offenbar am meisten durchgesetzt hat. Das Ganze ist schon ein bisschen crazy. Den Zahnärzten fällt das ja nicht so auf, weil sie beurteilen ja nur die Patienten, die sie behandelt haben und die sie nicht behandelt haben, die gehen eben dann nach Hause und bekommen keine Zähne. Das hat sich so eingebürgert, aber ist natürlich auch so aus medizinischen Gründen, würde ich sagen, nicht richtig. Also, das meine ich, sollte man nicht so machen. Kommen wir also zurück zum RCT. Hier werden ja zwei Gruppen miteinander verglichen. Das heißt, die eine Gruppe der ossifizierten Implantate und die andere Gruppe ist in den ossifixierten Implantaten. Bei den ossifixierten Implantaten gibt es ja gar keine Patientenselektion. Es wird also jeder Patient behandelt. Und natürlich ist sozusagen die Fehlschlagshäufigkeit in dieser Situation schon wesentlich kleiner, weil ja jeder Patient seine Implantate bekommt. Und wenn man dann von Fehlschlägen spricht, sind es ja fehlschlagende Implantate. Und davon gibt es halt bei den ossifixierten Implantaten gar nicht viele, was die Osse-Integrierer auch immer überrascht. Aber stellen Sie sich das auch mal praktisch vor. Ich möchte Ihnen jetzt an zwei Beispielen zeigen, warum so eine Studie gar nicht durchführbar ist. Die Patienten, also alle Patienten müssen natürlich aufgeklärt werden. Das heißt, die Patienten, die in die Osse-Integrationsgruppe geraten sind, zufällig, denen wird man sagen, ja, dann ziehen wir mal die Zähne raus, dann warten wir 2, 3 Monate, dann machen wir den Knochenaufbau, dann warten wir, ich sage jetzt mal 4 bis 6 Monate, bis sich sozusagen dann der Knochen konsolidiert hat. Dann werden die Implantate eingesetzt. Das dauert dann zwischen 3 und 6 Monate, bis die eingeheilt sind. Dann wird nochmal Chirurgie gemacht, nochmal Freilegungseingriff gemacht, sodass man im Großen und Ganzen sagen kann, dass die Patienten so zwischen, ich sage jetzt mal, nach 12, 14, 15 Monaten oder 18 Monaten fertig sind mit der Behandlung. Jetzt müsste man die Patienten ja, die Osseointegrierer müssten ja dann die Patienten auch aufklären über alternative Methoden. Was könnte man noch machen? Das ist immer so die Frage, nicht? Die der Patient dann stellt. Was gäbe es denn da nicht noch eine andere Möglichkeit? Muss ich jetzt wirklich hier 18 Monate zum Zahnarzt kommen? Und dann muss der Zahnarzt sagen, nee, müssen Sie nicht. Da gibt es eine Methode, das nennt sich Osseofixation. Ich persönlich mache die nicht, ja, aber es gibt Literatur, ganz viel Literatur darüber, es hat sich außerordentlich bewährt. Und dann sind sie nach 3 Tagen fertig.
In dieser Situation werden natürlich nur noch besonders blöde Patienten auf dem Stuhl sitzen bleiben und sich nach der Ostindikationsmethode behandeln lassen, weil natürlich niemand will sich 10, 12, 18 Monate behandeln lassen, wenn es auch in 3 Tagen fertig sein kann. Und da sehen Sie schon das ganz prinzipielle Problem von diesem RCT. Das heißt, die Osteoindikationsgruppe wird nach der erfolgten Aufklärung der Patienten leer sein. Ja? Keiner wird das machen, wenn man den Patienten offen sagen würde, dass es gar nicht nötig ist. Und es ist gar nicht nötig. Es ist wirklich so, dass es nicht nötig ist. Vor 15 Jahren haben wir so eine Studie mal aufgelegt mit einer Universität in der Europäischen Union. Und eben weil ich das miterlebt habe damals, kann ich Ihnen auch eben erzählen, was dabei rauskam und welche Schwierigkeiten da kamen. Es war also so, dass dann einige Patienten ja mit der Osteoindikationsmethode behandelt wurden. Die haben den Knochenaufbau bekommen, dann die zweiphasigen Implantate und so weiter. Die kamen also schon sehr oft. Die kannten sich dann in der Praxis ja schon sehr gut aus oder in der Klinik. Und dann kam später die zweite Gruppe dazu, die Osteoindikationsmethode. Und dann kam es natürlich dazu, nicht selten, dass 2 Patienten im Wartezimmer saßen und der eine Patient hatte jetzt also schon 18 Monate bei der Behandlung verbracht und der andere Patient kam zur Kontrolle rein, der war nach 3 Tagen fertig. Da kam es natürlich schon zu gewissen Schreckensmomenten, wenn sich die beiden Patienten miteinander unterhalten haben, was sie so mitgemacht haben. Und schon auch deswegen ist es überhaupt nicht möglich, in einer Klinik diese beiden Methoden zu verwenden. Das würde ja, ich sage jetzt nicht Mord und Totschlag geben zwischen den Patienten, aber da wären noch einige ganz schön sauer darüber, dass sie dann eben mit dieser alten Osteoindikationsmethode noch behandelt wurden. Ja, so viel kann ich Ihnen sagen zu den RCTs, zwischen den osteointegrierten und den osteofixierten Implantaten eben zu dieser Kontrollgruppe. Das wird also nie stattfinden. Es ist nicht realistisch, sowas zu verlangen. Man könnte dann darüber nachdenken, dass wir das vielleicht in 2 getrennten Zentren machen, die also weit genug voneinander entfernt liegen, sodass die Patienten nicht herausfinden, dass es dann auch noch eine andere Methode gäbe. Im Grunde ist es sowieso in der Realität jetzt auch so, dass die Patienten, also viele, das nicht herausfinden. Sonst würden sie es ja nie machen mit dem Knochenaufbau. Aber das wurde bislang nie unternommen. So Studie kostet ja auch Geld. Ja, wer soll es bezahlen? So ein Hersteller von zweiphasigen Implantaten hat natürlich kein Interesse, Geld in eine Studie zu investieren, wo sie dann am Ende den zweiten machen. Und so wird es ausgehen. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich stehe Ihnen wie immer zur Diskussion zur Verfügung.